So, da bin ich wieder. Ich musste gerade noch mal ein bisschen Platz auf meiner Festplatte machen, bevor die Aufnahme hier abbricht. Das wäre ziemlich... Ja, wie soll ich sagen? Schmal. Die Ampeln zum Beispiel haben normalen Lichtkegel, ne? Ich muss das nicht verstehen. So, jetzt kommen wir gleich endlich auf die Autobahn. Wir haben immer noch 933 Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich die heute in einem Stück runterfahre. Gehabt, der wurde gerade gelb. Boah, jetzt geht der Verbrauch auch schön hoch. Schlecht. Kämpfen musst du schon. Nur weil du auf Wirtschaftlichkeit eingestellt bist, heißt das nicht, dass du hier irgendwie einen abmurksen darfst. Du musst schon ein bisschen kämpfen. Sonst komme ich nie ans Ziel. Das war schlecht. Ich will ans Ziel. So, ich muss eine rüber. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme nicht so ruckelt, wie es momentan auf OBS, in OBS aussieht. Wenn doch, dann Malheur. Das war jetzt ein Ruckler von mir selbst. Also, vom Spiel. Muss ich nicht. Komm raus. Lichtenbusch. Lichtenbusch. Ich weiß immer noch nicht, wie man auf solche Namen kommen kann. So. Welcome to Belgies. Man hat direkt Scheißstraßen. Juhu! Aber auch nur hier irgendwie. Ab da vorne ist dann wieder gut. Wir haben sich wohl an irgendwas versucht.
Ja, es ist ein sehr angenehmes Fahren hier, finde ich. Sehr schön. Einzig die scheiß Lichter könnten hier weg sein. Mag das nicht. Ist bestimmt für die Sicherheit gut, aber ich mag das nicht. Ja, jetzt haben wir ja den SCS Multiplayer. Fällt mir ja so ein, habe ich ja drüber eigentlich mal geredet? Glaube nicht. Wir haben ja jetzt den SCS Multiplayer, also ATS 2 Convoy. Und der geht jetzt auch mit Mods. Also super geile Scheiße. Da muss ich gucken, dass ich mal bald noch was mache. Also wir haben den Multiplayer mal getestet im ATS, wo die neue rauskam, die Multiplayer, also die Convoy-Funktion. Habe ich das mal im ATS probiert und das war sehr gut. Lief echt super. Aber im ETS habe ich es bis jetzt noch nicht probiert. Gut, im ETS fahre ich sowieso meistens nur hier so das Zeug. Und mit meinen 20.000 Mods, ich glaube, da wären meine Mitspieler oder die Mitspieler, die mit mir spielen würden, wären dann nicht sehr begeistert, wenn die erstmal das alles runterladen müssen. Das muss ja nicht sein. Auch wenn da manche Mods dabei sind, die manche wahrscheinlich sehr gerne haben würden. Ich, nein. Nee. Nee, Leute. Ja, bei der NuFarm, was ich von der NuFarm aber auch schade fand, um da einfach nochmal auf das Thema zurückzukommen, es war MAN nicht ausgestellt. In meinen Augen wäre es für MAN das perfekte Mittel gewesen, ihr neues OptiView, glaube ich, heißt es, zu präsentieren, ihr Mirrorcam-System, was in meinen Augen das beste Mirrorcam-System bis jetzt ist. Das hätten sie da super präsentieren können, aber MAN hatte keinen Stand. Was ziemlich schade ist. Ja. Mercedes hatte den Edition 2 ausgestellt. Auch eine geile Kiste in meinen Augen. Ja, also, sieht richtig, richtig schick aus. Ja, Renault hatte den neuen, das Facelift, ne, was wir hier im ETS als Weltpremiere hatten. Das Facelift, das hatten die ausgestellt. Und Volvo hatte den neuen FH ausgestellt, ne, das Facelift mit den neuen Scheinwerfern und innen mit den neuen Displays und so. Ja. Aber ich würde sagen, das Hauptaugenmerk lag halt doch bei DAF. Scania war auch natürlich vertreten. Da habe ich auch einen richtig, richtig coolen V8 Schlüsselanhänger gekauft. Der hängt jetzt an meinem Autoschlüssel. Mit dem AST Schlüsselanhänger. Diesen V8 Schlüsselanhänger kriegst du sonst nirgendwo mehr. Den kriegst du nirgendwo mehr. Ich habe das auch an dem Stand gesagt. Ich habe gesagt, ich habe den schon so lange gesucht. Ich wollte den haben. Du findest ihn nirgends. Im Internet nirgends. Nur in England irgendwo auf eBay, da zahlst du dann irgendwie 20 Pfund oder 20 Euro. Ich weiß nicht, ob die 20 irgendwie schon umgerechnet waren oder noch nicht umgerechnet, das weiß ich gerade nicht. Plus halt noch Versand und Verzollung eventuell. Also zahlst du dich an so einem Schlüsselanhänger dumm und dämlich. Und am Scania-Stand habe ich dafür 9 Euro gezahlt. 9 Euro. Ich habe gesagt, oh, pack mir den ein. Bitte, packt mir den ein. Dann habe ich gesagt, ich finde den nirgends. Hat er gesagt, ja, hä, und in so einem Shop doch vielleicht. Habe ich gesagt,
Er hat gesagt, in unserem Shop nicht. Ich habe gesagt, nein, gibt's nicht. Da gibt es nicht. Im Shop gibt es den nicht. Es gibt den nicht. Also eBay findest du halt Gummidinger. Ich will keine Gummidinger. Ich wollte diese schwere aus Metall. Ja, da musst du auf die Nufarm gehen. Ein DAF-Modell von XG Plus, ein kleines Modell habe ich auch. Und ich habe jetzt, da bin ich ganz stolz, dass ich den nicht stehen habe. Den Oldschool Bastard vom Andrea Schubert, der steht da oben. Nase zu Nase mit dem Vento Bianco vom Schubert. Draufgestellt auf ein Bild von meinem Gugliaro Nero. Ich habe jetzt hier vier Modell-LKWs umstehen. Oldschool Bastard, Vento Bianco, dann in Next Gen Scania, 6x2 oder 6x4. So wie der Schubert ihn bekommen hätte. Der 77er, der ja dann zum dieser Thomas Buchner, glaube ich, heißt er, ging. Genauso habe ich den hier stehen. Halt nur komplett unbeschriftet, da ist nichts drauf. Halt einfach wirklich nur ein reines Herper-Modell. Und halt noch den neuen DAF XG Plus mit Auflieger. Und das Modell kam vom WSI. Lecco mio, die haben ja eine ganz andere Qualität. Ne? Also verglichen zu Herper, was alles Plastik ist, WSI wirklich gefühlt massives Metall. Die sind richtig schwer. Warum ging jetzt im Hintergrund? Im Hintergrund ging gerade mein iPad an. Der Sprachassistent, ich sag den Namen jetzt nicht, genauso wie der Amazon-Sprachassistent, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Die springen dann immer an. Das ist nicht schön. So, eine Mautstation. Wir sind in Frankreich. In Frankreich. So, und ich habe bei dem Runterbremsen gerade kein einziges Mal die Bremse angetippt. Alles über Retarder und Motorbremse. Ja, und ich habe noch so Michelin-Männchen. Habe ich auch noch gekauft. Auch richtig geil, der sitzt auf so zwei Reifen. Den kann man sich im ETS auch in den LKW setzen. Da habe ich gesagt, oh, den brauche ich. Der sitzt jetzt oben auf dem Modell vom neuen MAN TGX. Ja, ich habe da nämlich auch noch Modellfahrzeuge stehen. Ich habe einmal den Mercedes Actros als Taxi-Variante. Wer den kennt, Actros Taxi. Darüber ist mein Ford Fiesta. Das sieht genauso aus wie mein Fiesta, nur dass er ein Dreitürer ist, anstatt ein Fünftürer wie meiner. Dann kommt der neue, in Anführungsstrichen neue, MAN TGX. Und dann kommt das Michelin-Männchen. Sehr cool. Ja. Wo war ich? Scania. Genau. Scania war ausgestellt. Da war auch der Vorführer ausgestellt. Der R450, den der... Ach, 450. 540. Also 540. Den der Freddy vorher hatte. Für eine Woche. Genau der war da ausgestellt. Also wirklich genau dieser LKW. Nummernschild war gleich. Ich hab's danach geguckt. Es war ein vom Ingo Dinges war einer ausgestellt. Es waren schon ein paar Schmuckstücke, standen da schon rum.
Und bei Scania habe ich auch die Christina Scheib getroffen. Ich denke mal, einige von euch werden die kennen. Aus Asphalt Cowboys. Die hat ja jetzt ihren eigenen LKW. Den grauen Scania. Mit der. Was ist das? Pinken Aufschrift, meine ich, ne? Keine Ahnung, ich bin mit den Farben scheiße. Ich habe da keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr sympathische Frau, finde ich. Habe mich kurz mit ihr unterhalten. Habe ein Foto mit ihr gemacht. Nein! Ah! Kurwa, warum? So lange ging alles gut. Jetzt ist es ein Absturz. Ah, ich weiß nicht, woran das liegt. Darf ich vielleicht nochmal fertig erzählen? Danke. Ja, ich habe die auf jeden Fall getroffen und kurz mit ihr unterhalten, ein Foto gemacht. Echt eine mega sympathische Frau. Ja. Was war noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war viel. Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten. Viel auch mit Vertretern unterhalten. Von Joost zum Beispiel. Da habe ich ein T-Shirt geschenkt bekommen und eine Kappe. Das T-Shirt, ist das eigentlich aus der Wäsche schon mal zurück? Ich glaube, nein. Auf jeden Fall war ein mega cooler Tag. Ja. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht weitermachen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag noch. Ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer. Wann ihr dieses Video guckt. Ich bin gerade ziemlich angefressen und ich könnte gerade gefühlt einfach meinen Computer zusammenschlagen. Ach ja. Entschuldigung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich irgendwann. Bis dann. Tschüss.